Kennst du, wenn du so, so machst und irgendwie der Bauch aber dicker ist wie die Titten? Der Bauch dicker ist wie die Titten. Ist nicht so cool eigentlich. Aber obenrum fühle ich mich stark. Nächstes Jahr bin ich mit einer M unterwegs. Nächstes Jahr, immer das Ziel, immer ganz so weit nach hinten. Ja, man muss ja. Ja, ja. Muss erreichbar sein. Denn dieses Jahr ist es nie erreichbar. Ja. Da bin ich schon Realist. Grüß dich! Heute machen wir. Jetzt hör auf, das war gut. Das hat sich für mich jetzt so gerade richtig eingefühlt. Und das als Außenständer. Außenständer. Grüß dich! Grüß dich! Grüß dich! Grüß dich! Nee, nicht grüß dich! Raus, los geht's. Steh. Grüß dich. Heute machen wir für dich eine Fresh Garlic Sauce mit ein paar wenigen Zutaten. Und ich kann dir versprechen, heute wird's richtig lecker. Und die musst du unbedingt nachmachen. Und wir sind uns sicher, die wirst du nachmachen. Welche Zutaten wir für brauchen, die zeige ich dir jetzt. Hier drin sind 5 Esslöffel Mayonnaise. Dann brauchen wir ein bisschen Frühlingszwiebeln. Nachher noch unser Microplane. Dann ein Becher Creme Fraiche. Eine halbe Zitrone, da brauchen wir die Zeste und den Saft. Dann haben wir hier eine Handvoll Petersilie, 2 Knoblauchzehen, ein bisschen Zucker und etwas Salz. Und ein scharfes Messer und ein Brett und mich. Und jetzt zeige ich dir, wie wir unsere Fresh Garlic Sauce machen. Total einfach, mega lecker, das kann ich dir versprechen. Und das machen wir jetzt, das habe ich alles schon mal gesagt. Hier haben wir eine Frühlingszwiebel. Guck mal, ich halte die jetzt immer wieder hoch und wieder runter, da kommst du wieder schön durcheinander. Okay, also jetzt haben wir hier eine Frühlingszwiebel und die schneiden wir in ganz, 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 ganz kleine Ringe. Frühlingszwiebel ist richtig klein gehackt und die kommt jetzt in unsere Mayonnaise mit rein. Und das Ganze machen wir jetzt hier mit unserer Petersilie genauso. Richtig schön klein hacken und dann mit rein. Und jetzt werden wir noch eins machen. Wir werden den Knoblauch auch noch klein hacken. 2 Knoblauchzehen richtig klein hacken und los geht's. Jetzt kommen unsere 2 festen Bestandteile mit rein und zwar 1 Teelöffel Zucker. Da kannst du braunen Zucker nehmen oder weißen. Wir stehen hier auch total auf braunen Zucker und 1 Teelöffel Salz. Und dann fehlt noch unsere Zitrone, hier eine Bio-Zitrone, ganz wichtig, weil erstmal werden wir die halbieren. Und dann werden wir als allererstes ein bisschen Zitronenschale, also Zitronenzesten, reinreiben. Und den Saft von einer halben Zitrone, der kommt genauso mit rein. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch unser Creme Fraiche, 200 Gramm Creme Fraiche. Kommt genauso mit in unsere Schüssel und dann rühren wir alles vernünftig einmal ordentlich durch. Und da ist unsere Fresh Garlic Sauce. Und was natürlich jetzt ganz wichtig ist, dass wir die einmal kosten und gucken, ob die auch so passt. Genauso muss es schmecken. Fresh Garlic Sauce, total einfach gemacht mit ein paar wenigen Zutaten. In 10 Minuten hast du diese Soße selber gemacht und ich kann dir versprechen, die schmeckt absolut grandios. Mach die nach, du wirst sie lieben. Was wir mit dieser Soße noch machen, das siehst du im nächsten Video. Und zwar, wenn es wieder heißt MG Barbecue, wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir sind raus. Ciao!